So. 20 Minuten haben wir schon. Das sind Wanderstiefel. Mal gucken. Sind normalerweise schlechter. Hope nobody needs this anymore. Shirt brauchen wir nicht. Nehmen alles Holz erstmal mit. Wenn wirklich Not am Mann ist und wir uns Feuer machen müssen, wird eh schon kompliziert genug, weil wir dann irgendeinen Spot brauchen, wo das Feuer nicht ausgeht. Aber wir brauchen dann auf alle Fälle auch die Holzstückchen, damit die nicht nach 2 Minuten weg sind. Okay, also, jetzt sind wir hier. Das heißt, wir gehen nochmal entlang vom See zu der einen Hütte. Können wir dich vorher noch auffüllen? Nicht, dass uns mitten auf dem Weg dann noch die Lampe ausgeht. Oh, und wir müssen... Ja gut, wobei wir haben ja jetzt noch ein bisschen was zu trinken. Das geht schon. Auf geht's. So, der See ist hier vorne. Na, wenn man nicht mal ordentlich den See erkennt, wo der überhaupt ist, kommt er noch dazu. Ah, sehr schön. Nur ein Dreieck hier. Also wenn es so bleibt jetzt hier mit einem Dreieck hier, damit kann ich leben. Jetzt sind es 2. Damit kann ich auch noch leben. Aber sobald es 3 werden, ist es vorbei. Ich habe jetzt komplett die Wölfe vergessen. Fällt mir da gerade ein. Ich höre aber auch keine. Sehen tue ich auch keine. So, mal kurz orientieren. Irgendwo hier müsste die Hütte sein. Da vorne. Oh, jetzt sind es wieder 3. Da müsste auch eine Leiche noch sein. Vielleicht können wir den bis auf die Knochen ausziehen und ihm die Klamotten klauen. So, das vorne. Nö, hier liegt keiner. Aber das sieht er mal, ne? Wir sind jetzt... Nicht wahrscheinlich 1 Minute, da liegt er, oder? Nee, 1 Minute unterwegs und komplett durchgefroren. Wir werden... My fingers feel numb. Der gefrorene Angler. Wir werden wahrscheinlich den Weg dann zur Höhle nach Milton werden wir so cold. Nur schaffen, wenn wir springen. Und selbst dann wird es einfach... Da müssen wir bestimmt irgendwo uns nochmal aufwärmen. Zum Beispiel, oh, wir könnten uns in dem Bahnübergang könnten uns aufwärmen. Das ist bestimmt ein bisschen geschützt. Dann machen wir uns dort ein Feuer, Zwischenfeuer, und marschieren dann weiter. Milton dann, wenn wir ankommen, wird auch nochmal schwierig. Ich überlege gerade. Wir kommen dann in Milton an und müssen uns dann quasi abseilen. Da ist unten dann, nachdem wir uns abgeseilt haben, ist eine Höhle. Das heißt, wir könnten dort uns nochmal aufwärmen. Ich fürchte fast, ne, dass ich hier gerade meinen Tod beschließe. Habe ich das Gefühl. Ja, wir müssen wieder warten hier drin. Wo es eigentlich so einfach wäre und wir einfach nur warten müssten. So, schlafen. Gut, also dann machen wir uns jetzt auf den Weg right nach Hause. Und da müssen wir einfach geradewegs geradeaus gehen. Da müssten wir nach Hause kommen. Ja, machen wir. Und wir werden auch sprinten. Damit das klappt. Boah. Ich glaube, es wäre einfach zu viel, wenn jetzt auch noch Wölfe hier wären. Also, raus hier und geradeaus marschieren. Immer hier geradeaus, geradeaus. Ich darf mich nicht
nach links oder rechts bewegen, dann müssten wir ungefähr in die Richtung kommen, wo unser Häuschen ist. Das schaffen wir niemals, Mensch. Da vorne ist, was ist das hier? Ein... Ah, okay, hier müssen wir links vorbei. Gott, gut, dass ich mir die Karte rausgeholt habe. Ohne Karte wäre das schlimm. Hier müssen wir links vorbei. Wenn wir jetzt Richtung Eisenbahntunnel gehen, wäre es natürlich schlecht, weil da würde der Wind jetzt von rechts kommen. Wenn er von links kommen würde, wäre es besser. Dann könnte man schön im Windschatten marschieren. So, oh Gott, Gott. Es macht so überhaupt keinen Sinn, dass wir hier draußen rumlaufen. Das Spiel müsste dich zwingen, dass du hier draußen rumlaufen musst. Dann wäre es eine Challenge. So, jetzt sind wir gleich gefroren. Ja. Irgendwie in diese Richtung habe ich die Vermutung. Ich sehe nichts. Kommen die Gräser. Irgendwo müsste es dann bergauf gehen. Oh Mann, uns friert jetzt gleich noch der Zieh ab. Irgendwas passiert. Goddamn freezing. Müsste hier nicht irgendwo. Da vorne ist ein Baumstumpf. Ha. Geht's hoch. Okay. Da ist es. Das Häuschen. Okay. Das macht so überhaupt keinen Sinn. Gut. Ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas ablegen können. Die eine Patrone ablegen, die wir gefunden haben. Irgendwo. Dachte ich. Eigentlich. Patrone. Ich hab doch. Ich hätte schwören können, ich habe eine Patrone. Ach, hier oben. Okay. Also. Wir nehmen die Sachen mit. Ich würde gern auch noch hier die restlichen Brandbeschleuniger mitnehmen. Die sind ihr Geld auf alle Fälle wert. Dann die Streichhölzer nehmen wir auch mit. 35 Kilo aktuell. Ah, wir haben ja auch noch, bin ich noch in dem Pullover mit dabei, den wir nicht brauchen. Und die Schuhe haben wir auch noch mit dabei. Die Wanderschuhe. Die habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Oh Gott, alles hier schon nass. Oh, die sind gar nicht mal so schlecht. 84, 83. Sind halt von der Kälte sind sie nicht gut. Von der Wärme sind sie nicht gut. Da sind sie schlechter, deswegen lassen wir die hier. Ich dachte, ich hätte so ein Sweatshirt noch mitgenommen. Need something to eat. Halt's ab, wie du eat. Schuhe reparieren könnten wir. 83. Wir werden noch mal ein bisschen reparieren, damit alles durch ist. Damit wir gewappnet sind für den langen Fußmarsch. Und ich werde auf alle Fälle das ist die richtige. Moment, jetzt habe ich fast die guten Schuhe zerlegt. Ich werde auf alle Fälle vorher den Spielstand sichern. Das tue ich mir nicht an. Am letzten Tag an der Challenge scheitern, bloß weil ich mich, weil ich die Füße nicht stillhalten kann und rumlaufen will. Schön reparieren. Ich will immer noch hier oben hochschauen, jedes Mal. Obwohl es überhaupt nichts bringt.
Surrounded by snow, nothing to drink. Und wir nehmen den Topf mit, den großen Topf. Wenn Not am Mann ist, brauchen wir viel. Oh, die können wir gar nicht. Die können wir gar nicht reparieren. Und wir haben keine Alternative zu den Fäustlingen. Müssen nochmal nachschauen. Eventuell haben wir noch was im Schrank. Irgendwelche Fließfäustlinge oder so. Sind natürlich auch nicht der Wahnsinn. Jupp, der Sturm hört auch nicht auf, so wie es ausschaut. Er stürmt und stürmt und stürmt. Oh. Jetzt ist er... Moment mal. Ich höre gar nichts mehr. Lass mich raus hier. Ich höre aktuell gar nichts. Hallo, Wall. Ich höre aktuell gar nichts. Doch, es ist immer noch schweinekalt. Minus 3 Grad, minus 4, es geht noch. Also egal, ob er stürmt oder nicht, es ist immer schweinekalt. Und ich sehe nichts. Na gut. Dann müssen wir noch was reparieren. Ich werde alles auf 100% machen. Oder annähernd 100% machen. Wir kommen nicht mehr wieder. Wir haben noch 13 Stoffe. Wir brauchen mindestens 5 Stoffe für eine Schneebehausung. Bin mir nämlich aktuell gar nicht mehr so sicher, wo die Höhle ist. Und ich hoffe, die Höhle gibt es auch noch in dem Durchgang jetzt. So, das passt. Dann, was können wir ablegen? Also wir brauchen Holz, wir brauchen Anzünder. Das Brikett, das können wir vielleicht gleich am Anfang dann mal verbrennen. Beim ersten Feuer. Dann ist das schon mal weg. 32 Kilo ist okay. Könnten wir noch ein bisschen Holz mitnehmen. Antibiotika lasse ich mal hier. Wir brauchen es nicht, wir brauchen es nicht. Wir brauchen kein Antibiotika. Wir brauchen kein Antiseptikum. Wir brauchen keine Verbände, hoffe ich jetzt mal. Oh, ich wollte noch nachschauen wegen den Fäustlingen. Und den Topf, den dicken. Ich mitnehme. Wegen den Fäustlingen. Wir haben keine Fäustlinge. Ich hätte schwören können, wir hatten Fäustlinge abgelegt, dass ich die extra mitgenommen habe. Ja, offenbar nicht. Offenbar nicht. Legen. Dann, also wir nehmen noch Holz mit. Vielleicht auch noch ein bisschen Kohle. Es wird ja sowieso alles leichter, sobald wir uns dann bewegen. Die Schokoriegel können wir auch mitnehmen. Ein paar lassen wir hier. Wir haben eh so viel. Das sind eh schon so viele. Taschenlampe brauchen wir nicht. Die Schüsslinge brauchen wir nicht mehr. Habe ich ja alles umsonst gesammelt. Wir haben jetzt 40 Kilo, das ist okay. Okay, okay, okay. Sag immer, das ist okay. Nichts ist okay. Gut. Ich würde mal sagen, oh, wir könnten, wenn wir uns noch jede Menge Tee machen, dann könnten wir den warm machen und dann hätten wir wieder ein bisschen Bonus zum Marschieren. Ich nehme den Tee auch mit. Und den Kaffee auch. Okay. Okay, okay, okay. Dann schlafen wir. Sollen wir noch was zu trinken machen? Wir haben nicht viel. Wir haben nicht viel zu trinken. Aber wenn wir den ersten Stopp machen, dann machen wir uns sowieso was zu trinken. Und dann passt das wieder. Also erster Stopp ist vorne beim Gleis, wo die Unterführung ist.
Jetzt was trinken. Und wir brauchen da vorne noch nicht schlafen. Das heißt, wir werden das Feuer dann nutzen für Wasser. So, erstmal schön schlafen. Wir haben keine Kalorien. Dann essen wir mal was Schäbiges. Und ich werde speichern noch. Ich hoffe nur, ich finde die Höhle. Eventuell müssen wir beim Haus vom Trapper, müssen wir dort dann Halt machen. Ich kann mir vorstellen, dass ich es nicht... Wir müssen ja eh eigentlich nur an der Wand entlang gehen. Wenn wir Glück haben, dann finde ich es. Wenn nicht, dann haben wir Pech gehabt. Oh, das wird so gut jetzt. Das wird so gut. Das wird richtig fein. So, ich gehe raus und nochmal rein zum Speichern. Und wir werden laufen. Wir werden laufen. Hat gespeichert, das ist schön. Ich hoffe nur, ich kopiere auch den richtigen Speicherstand. Los geht's. Wenn der Wind jetzt wieder von links kommen würde... Ah, das sieht gut aus. Sehr schön, dann können wir gleich mal hier oben irgendwo im Windschatten marschieren. Hoffe ich doch. Erstmal. Oder auch nicht. Ab und zu, wenn wir hinter den Bäumen vorbei marschieren. Da unten sind die Gleise. Ah, sehr schön. Die Temperatur hält sich noch einigermaßen stabil. Oh, jetzt sind wir schon... Ah, das ist immer so verzögernd, ne? Das ist immer so verzögernd. Also wenn wir hinterm Baum sind, dann steigt die Temperatur wieder. Das heißt, wenn wir hier bleiben würden... Ja, dann könnten wir uns wieder ein bisschen erholen. Gar nicht mal so schlecht jetzt. 1 Grad. 1 Grad plus. Wir könnten hinter Baum immer ein bisschen Luft holen, damit wir anschließend wieder sprinten können. Ich glaube, das ist ganz gut. Weil wenn ich hier einfach nur durchlaufe, es ist noch ewig weit bis zu der Unterführung. Aber das dauert auch ewig, bis unsere Sprintanzeige wieder voll ist. Auf der anderen Seite, hey, dafür haben wir nur noch 1 Stunde 22 Minuten. Von Baum zu Baum hüpfen. 1 Stunde lang. Okay, weiter geht's. Ah, das ist schon ekelhaft. Ich meine, Blizzard an sich ist ja schon im Spiel ekelhaft. Aber jetzt hier, das ist ja nochmal um eine Ecke schlimmer. Das mit den Bäumen ist gut, dass wir uns hinter den Bäumen quasi verstecken können und einigermaßen aufgewärmt werden. Aber das sieht jetzt echt so aus, als würde ich es nicht mal bis zu der einen Höhle schaffen. Ohne dass wir Frostrisiko bekommen. Gut, dass hier die Gleise in die Richtung gehen. Ansonsten könnte ich mich mal wieder null orientieren hier. So, mal schauen. Ja, sobald wir hinter Baum sind. Ah, das ist perfekt. Da könnten wir theoretisch jetzt auch einfach warten, oder? Wenn wir das mal riskieren. Wir können ja gleich wieder abbrechen. Falls was passiert hier. Na, ganz leicht, ganz langsam nur. Das lohnt sich kaum. Das lohnt sich kaum. Wir müssen Feuer machen. Wir können aber dann auch hinterm Baum Feuer machen. Solange der Wind nicht dreht, sollte das klappen. Wir können hier vorne noch was plündern. Ich würde sagen, wir machen Feuer, wärmen uns auf und werden noch ein bisschen die
die Kisten hier plündern. Die, die wir gestern nicht plündern konnten, weil die blöden Wölfe hier waren. So, wir gehen mal hier in den Windschatten. Hey. I'm so cold. I'm so cold. Stell dich nicht so an, sei ein Mann. Mann. Gut. Also, wir machen jetzt hier mal ein Feuer. Sehr gut. Können wir kein Feuer machen? What? Wieso können wir denn kein Feuer machen? Wieso kann ich hier nicht drüber über die Gleise? Oh, okay. Das ist ja ein wunderbarer Plan. Das funktioniert ja einwandfrei, der Plan. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Wo kann ich denn hier... Hä? Wie jetzt? Ich kann nirgends Feuer machen? Was ist denn jetzt los? Jupp. Ah, doch, hier geht's. Ah, okay. Ich kann hier kein Feuer machen, weil ich zu weit entfernt bin. Das muss doch hier drin auch gehen. Ich kann hier drin leider kein Feuer machen. Der ganze Plan ist im Arsch. Dann müssen wir hier ein Feuer machen. Gleich hier in der Nähe irgendwo. Da war es doch gerade eben noch grün. Oh, come on. Hier ist grün. Okay. Wir probieren es ohne Brandbeschleuniger. Und mit einer Zeitung. Ist auch okay. Ich hoffe, der Wind fängt jetzt nicht an, sich zu drehen. Come on. Dann schmeißen wir gleich das Brikett drauf. It worked. Für 4 Stunden. Gut. Und dann den Topf. So, wir machen mal eine Kräuter-Tee-Taste. Nee, die machen wir ganz zum Schluss. Und während wir... Oh Mann. Wir stehen hier am Feuer... Und haben gerade mal plus 4 Grad. Meine Güte, hier ist ja gar nichts. Weil wir hier drin kein Feuer machen können. Hier drin wäre es viel wärmer. 1 Grad plus gefühlt. Können wir noch irgendwas, wenn wir noch mal was reinschmeißen? Vielleicht wird es noch mal ja, ein bisschen heißer dann. Jetzt steigt es schön. 7 Grad.